Das Schwierigste war sicher die Betriebsanlagengenehmigung. Das ist natürlich auch immer eine Konstellation der agierenden Personen, der Lokalität etc. Ja, bei uns, obwohl wir ja nur ein sehr kleines Lokal haben mit unter 25 Sitzplätzen, ja, hat sich als extrem mühsam herausgestellt. Wir brauchten auch die Unterstützung von einem Anwalt, der auf Betriebsanlagengenehmigungen spezialisiert ist, und mussten zwei Luftgutachten erstellen lassen, mussten uns von der WKO unterstützen lassen, der Bezirksvorsteherung etc. Also es war ein sehr, sehr mühsamer Weg, da viele Beamten wahrscheinlich auch Angst vor ihrer eigenen Entscheidung haben, da es im Moment so eine Kultur der Anrainerbeschwerden gibt, ja, und da fürchtet sich natürlich jeder Beamte in diesen Kreis des Beschwerdeverfahrens etc. zu kommen. Und also wir haben so den Eindruck, man will niemandem was unterstellen. Besser ist, wird gleich mal gar nicht genehmigt, als man bekommt hinterher Schwierigkeiten als Beamter. Mega absurd ist, dass es zum Beispiel Regelungen gibt, die sich gegenseitig widersprechen. Ja? Also wenn man bei einer Lüftungsanlage eine gewisse Luftmenge vorgeschrieben bekommt, die in der Stunde ausgetauscht werden muss im Lokal, von der technischen Seite her der Behörden, und dann kommt aber das Arbeitsinspektorat und sagt, na, so geht das nicht, das ist viel zu stark, da werden die Mitarbeiter krank. Da fragt man sich dann schon, ja, was man tun soll, weil man bekommt auch dann keine Lösung vorgeschlagen, sondern wird von den Behörden damit allein gelassen. Jede Falle, die du irgendwo aufstellen musst, ja, da die Schabenfalle, da die Rattenfalle, und alles dokumentieren. Dann jede Stunde lang, wie viel hat jeder Kühlschrank Temperatur? Dann die Häuselkontrollen. Also, ich würde es trotzdem nochmal machen, ja. Sebastian, Ja. sind wir verrückt? Ja, ziemlich. Ja. Ja, wir sind verrückt.